Sommer steigert die Umsätze. Der Sommer 2019 bescherte den Südbrandenburger Tourismusbetrieben gute Geschäfte. Das geht aus der aktuellen Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer Cottbus hervor. 73% der Unternehmen im Beherbergungsgewerbe und 63% der Gastronomieunternehmen bewerten ihre Geschäftslage nochmal besser als im Jahr zuvor. Das beliebteste Reisegebiet ist der Spreewald. Dort gab es die meisten Übernachtungen. Verkehrseinschränkung in der Zimmerstraße. Die Zimmerstraße wird ab Montag halbseitig gesperrt. Zwischen Ewald-Hase-Straße und Karlstraße wird der Mischwasserkanal saniert. Der Verkehr aus Richtung am Spreeufer wird umgeleitet. Am 25. November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Open Call für Living Room Gallery. Die Bewerbungsfrist für die Living Room Gallery läuft. Alle Künstler, die mitmachen wollen, können sich noch bis Sonntag bei der Living Room Gallery Crew Cottbus melden. In diesem Jahr werden auch Deko-Talente gesucht, die die Bühnen, Bars und alle Räumlichkeiten verschönern. Die 6. Veranstaltung ist dann am 18. Januar 2020. Spenden gehen dieses Mal an Viva Con Agua und die Elterninitiative für krebskranke Kinder Cottbus.